heute gibt es wieder ein Video. Den Welpengarten muss man jetzt schon deutlich größer aufbauen, weil, wie Sie sehen werden, die Welpen schon irrsinnig aktiv sind. Es ist unglaublich, was sich in der letzten Woche wieder getan hat bei der Entwicklung. Wir versuchen die Kleinen halt so gut als irgendwie möglich auf die neuen Familien vorzubereiten oder auf das Leben mit den neuen Familien, dass sie bei uns schon ganz viel lernen, ganz viele Eindrücke haben, verschiedene Dinge kennenlernen, damit sie dann sehr selbstsicher sind. Keine ängstlichen Hunde, sondern neugierige. Jetzt sind die da, glaube ich, wirklich großteils in der Röhre drinnen. Ah, jetzt trinken die. Hast du ja einen tollen Platz ausgesucht, Nelly. So lernen die Kleinen auf jeden Fall auch, dass man in einem dunklen Gang keine Angst haben muss, wenn sie gleich drinnen das erste Mal Muttermilch bekommen. Jetzt müssen wir warten, bis rauskommen. Und ihr könnt zurück reingehen nachher, Kinder, gell? Vielleicht rufst die Nelly nachher, Lisi, dass sie rauskommen. Kommen sie raus? Und Lisi, versuch dich nicht hinzuhockern, ich möchte, dass dein Gesicht nicht oben ist in einem Video. So, jetzt kommen sie raus. Die Nelly leistet da wirklich Unglaubliches. Die Bande hängt an ihr dran, wie man sieht. Obwohl sie jetzt eh schon so brav selber fressen. Aber trotzdessen. Bei der Mama schmeckt es am besten. Jetzt rennen die da hinten nach rein, gell? Das ist super. Hallo. Ein Tumult in der Röhre. Jetzt trinken die da wieder weiter drinnen. Aber es ist irrsinnig wertvoll, wenn die Kleinen von Haus aus lernen, dass man da keine Angst haben muss drinnen. Was jetzt lernen, ist für sie von Haus aus selbstverständlich und alles andere müsste man sonst den Hunden später irrsinnig mühevoll beibringen. Das ist schwer zum Filmen, wenn sie immer bei mir hängen. So. Elisabeth, du musst uns die Nelly raus. Es hilft nichts, wenn die immer nur trinken wollen. Vielleicht. Nelly-Mausi. Schauen wir, ob es funktioniert, ob sie rausgeht. Ich bin jetzt selber ganz begeistert, dass die Kleinen sich da so reingehen trauen. Komm raus, Nelly. Kriegst du es auf? Super. Okay, na, wenn sie da bleiben will, umso besser. Es ist uns recht sein. Dass sie das so lustig finden da in der Röhre. Die haben wir nämlich heute das erste Mal aufgebaut. Und ich hätte mir gar nicht gedacht, dass sie sich überhaupt so schnell reintrauen. Jetzt sind wir ganz erstaunt selbst.
Das geht ja schon alleine durch. Das ist unglaublich. Schau mal, und da kommt er wieder raus. Alle Dämme hier, ist ja natürlich. Kannst du in den Rücken Traktor schon schmackhaft machen? Vielleicht interessiert sich schon einer dafür. Jetzt lernen sie halt jeden Tag wahnsinnig viele neue Dinge. Wir versuchen halt, dass sie so viel als irgendwie möglich kennenlernen. Das ist halt unser Plan. Auch die Hundeklappe haben sie schon kennengelernt. Sie können tatsächlich so selbstständig im Haus ein- und ausgehen. Dass sie gleich lernen zum Äußern, müssen sie hinaus. Mama, komm her. Du bist da von draußen versucht reinzuspringen. Ja, von dann wieder nicht reinkommen von draußen, gell? Das wird er auch lernen.